Das geht eigentlich, geht das noch besser. Das ist für ein Pferd angenehmer als echt so ein Kahn. Es ist ein ganz gewöhnlicher Wochentag in der Reitschule Kluse im deutschen Kleve. Die Pferde werden von den Schülern für den Unterricht vorbereitet. Sie werden gestriegelt und aufgesattelt. Ich hebe Bein hoch. Colette Pannemanns gibt ihren Schülern noch die letzten Anweisungen. Dort ist Hornhaut. Colette ist Niederländerin. Vor 11 Jahren wanderte sie nach Deutschland aus. Sie stammt aus dem holländischen Oosterbeek bei Arnheim. Tust du noch mal mit der Bürste. Ein großer Schritt, würde man meinen. Nee. Nein, nein, am lustigsten fand ich, dass die meisten Leute mich fragten, was ist, wenn du keine netten Nachbarn haben wirst? Dann dachte ich mir, naja, und wenn schon? Hat man denn nur in Holland nette Nachbarn? Das war eigentlich die größte Angst meiner Freunde und Familie. Ich dagegen bin ziemlich opportunistisch. Ich dachte mir, wenn es mir hier nicht gefällt, kann ich jederzeit wieder zurück. Ich bin schließlich nicht Gott weiß, wie weit weg nach Deutschland gezogen. Ich meine, in einer halben Stunde bin ich wieder in Holland. In einer halben Stunde bin ich wieder in Holland. Colette wanderte aus Liebe zu den Pferden aus und auch wegen eines anderen typisch holländischen Grundes, dem Geld. Und dann siehst du an das Hintere. Der Traum eines eigenen Pferdes war wegen der hohen Grundstückspreise in den Niederlanden unmöglich. Der Grund, warum wir weggezogen sind, war, dass wir ein Haus mit großem Garten kaufen wollten, in dem wir ein Pferd halten konnten. Dafür war für niederländische Verhältnisse unser Geldbeutel zu klein. Das Haus, das wir uns dann hier bei der Reitschule angeschaut haben, gefiel uns sofort. Es passte einfach alles. Hier konnten wir ein Pferd unterbringen. Also sagte ich ja, ich gehe und ich werde das Beste daraus machen. Sollte es schief gehen, konnte ich ja immer noch zurück. Ich habe 20 Jahre in Arnheim gelebt. Als ich damals dorthin gezogen bin, dachte ich auch, wird es mir gefallen? Ich komme ja eigentlich aus einem Dorf. Und wenn mir die Großstadt nicht gefallen hätte, wäre ich auch sofort wieder zurückgezogen. Ja. Ja? Na, bewegt euch! Deine Hände mischen nach unten, Chiara. Nicht zu hoch. Prima. Merkt man, dass sie eine Holländerin ist? Ja, super, Chiara. Vielleicht ja, weil es so ein bisschen liebevoll, manchmal auch ein bisschen huschelig ist. Genau, ja, weiter nach innen. Ja, gut. Und setzt durch. Ja, sie motiviert viel. Ich glaube, das ist holländisch, ne? Dieses positive Hervorheben. Das ist nicht deutsch? Vielleicht auch deutsch, aber nicht bei allen vielleicht. Echt komplett und achte darauf, dass das Pferd seinen Rücken auch gut mitnimmt. Dann zu die grüne Tonne. Und dann bei die grüne Tonne in eine andere Richtung. Damit das Pferd in zwei Seiten gut dehnt. Als ich angefangen habe, Reitunterricht zu geben, sagte ich zu den Reitschülern, ich spreche Deutsch. Also ein Mischmasch aus Holländisch und Deutsch. Also wenn ihr mich nicht versteht, fragt einfach. Dann werde ich es noch einmal versuchen zu erklären. Auch wenn ich lustige Fehler mache, sagt es mir. Die Kinder finden das toll. Und ich habe dadurch sehr schnell Deutsch gelernt. Colette denkt, dass sie gut integriert ist. Genau. Und nach 10 Jahren in Deutschland fühlt sie sich hier sehr heimisch. Was ich hier habe meegemaakt, sinds ich hier woon, Duitsers vinden Nederlanders veel. Deutsche finden Niederländer viel netter, als wir Deutsche finden. Das ist eigentlich komisch, denn manchmal schäme ich mich für die Holländer, die hier einkaufen kommen. Duits proberen te spreken. En als ik me daar. Sie versuchen noch nicht einmal Deutsch zu sprechen. Und wenn ich mich darüber ärgere, sagt mein deutscher Nachbar, wenn wir in Scheveningen oder Renesse sind, sprechen wir auch fast kein Niederländisch. Ja, dat. Zij vinden ons. Sie mögen uns Niederländer, weil wir lockerer sind. Allerdings sehe ich hier auch nur lockere und angenehme Leute um mich herum. Ich fühle mich hier sehr daheim, obwohl ich natürlich immer noch 100% niederländisch bin. Auch in 10 Jahren wird man nicht plötzlich eine Deutsche. Ich bin op en top Nederlander, weet je. Ich habe 40 Jahre in Nederland gewohnt. Dann bin ich nicht ineens in 10 Jahren Deutscher geworden.